Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, und zwar spielen wir zusammen Brutes.io. Mit dabei die beiden gut aussehenden, hübschen kleinen Jungs. Ja, und Knolli und Chris Cocky sind da. Okay, wir starten direkt, ne? Wir sind Feinde, oder? Sind wir Feinde? Weiß ich nicht. Ja, doch, oder? So. Was will dieser kleine Rote da, dieser King hier? Und der kriegt auch direkt mal ein bisschen... Oh, wow, wow, wow. So, ich habe schon ein bisschen was gesammelt am Punkt. Oh, wow, wow, scheiße, der King kommt. Der King kommt. Haut lieber ab. Krieg, komm ich hier hoch? Ah! Ey, kommt man hier irgendwie auch zurück oder irgendwo lang? Ich will auch. Das ist immer wieder. Los, Leute, und herzlich willkommen. Ey, scheiße, der kommt. Warte, kann der auch? Ja. Doch, ich denke, ich bin runter. Nein, nein, fuck. Tschüss, Missel. Scheiße, scheiße. Oh, oh nein. Nein. Oh. Boah, der hat mich fast gehabt, ey. Der hat mich fast gehabt. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, jeder achtet jetzt auf sein eigenes Leben. Regeneriert man mit der Zeit. Du musst diese Punkte sammeln, wodurch auch Level up wirst, und dadurch kriegst du auch wieder Leben. Ich kassiere einen Schlag und ich bin tot. Ich bin Level... ich bin schon zweiter Platz. Ich sehe nicht mal, wie man dein Leben anzeige. Ich bin schon zweiter Platz. Achso, du sammeln. Okay, lass den gelben Burns machen. Okay, ich kümmere mich um den roten. Ich bin der King. Ich bin der King. Hey, wir kommen, die ersten drei sind vier. Bam, direkt zwei auf einmal. Ja, wir sind die ersten drei Plätze. Ich glaube, dann das macht uns zu Feinden, oder? So, wir dominieren hier auf jeden Fall. Boah, rein da. Oh ja. Oh, ein Kostümkino. So. Übrigens jetzt zur Zeit, dank meinen 100 Abonnenten Special, 3 Beta-Keys, also 3 Gloss Beta-Keys zu gewinnen. Ja, genau, schaut auf jeden Fall beim Knolli rein. Dann könnt ihr auch spielen. Da könnt ihr auch gemeinsam kleine Leute schlagen. Ah, das ist herrlich. So, direkt den Kill hier geklaut. Oh, ich bin schon Level 5. Gibt es eigentlich ein Maximallevel oder so? Weiß das einer von euch? 500. Jetzt wirklich? Hey, der eine fällt ja runter. Ich will den schlagen, der springt lieber in die Tiefe. Der macht lieber Selbstmord. Boah, der Knolli, der ist gefährlich, der holt auf. Ich glaube, der muss ausschalten. Wir wollen doch alle in Frieden leben. Ja, und dann, wenn du stärker bist, kommst du bestimmt auf mich drauf, ne? Ja, wir regieren gemeinsam das Land. Guck mal, der Chris, der will auf mich drauf knallen hier. Nein, das ist kein Fall, kein Fall. Ich hol mal den Grünen, der will ein Item und der will uns aussehen, glaube ich. Der Kleine hier, Alter. Sie hat noch jemanden. Oh, der hat eine Rakete. Ja, aber der eine vorhin, ne, der war ja, als der König war, der hat irgendwie so andere Schläge gemacht, der hat so auf den Boden gestampft. Ach so. Ey, scheiße, scheiße. Der soll abhauen, Alter. Der hat eine Bombe, der will mich umbringen. Richtiger Al-Qaida, ey. Ich will auch so ein Kostüm haben.
Okay, ich habe jetzt mein Huhnkostüm freigeschalten. Ich bin der King, Mann. Oh, wow, 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 wow. Boah, fuck, der hat mich alles gerade betäubt. Der hat mich alles gerade betäubt, so ein kleiner. Passieren oder auch nicht. Nein, du bringst mich um. Okay, nein, doch nicht. Das war die Brücke, meine. Ey, die Kleinen, die gehen ja auf mich drauf, ne? Die wollen mich unbedingt betäuben. Aber nix da. Ich bin gerade am selben Scheiß gestorben. Ich bin immer über diese eine Brücke drüber gegangen und bin runter. Ja, das ist der zweite Part ganz genau dasselbe. Selbe Brücke, selber erster Platz. Boah, der Kleine, Alter. Oh, ich treffe den nicht, Alter. Dass die auch so Mut haben, ne? Und. Sind manchmal auch echt mutig, ne? Die laufen auf einen zu, als so ein kleiner Furz da. So. Da hat einer so ein komisches Sniper-Symbol. Oh, okay, das bist du. Oh, da ist ein kleiner, ja. Immer auf die kleinen, schönen Farmen. Immer, wir dominieren immer noch, ne? Was will der denn hier? Guck mal, der verprügelt den einen. Komm, wie der von mir abhaut. Ich hab den Kleinen gerettet und jetzt geht er noch auf mich drauf. Ich bin fast 6. Du? Ich bin erst Level 4. Ja, ich bin hier schön am Farmen. Ich sehe immer nur so die Kleinen. So, direkt warm. Ich dominiere. Alarm. Oh, ein Weihnachtsmann. Cool. Ich greife gerade den Platz 4 an, den Elf Tiger. Boah, der gibt bestimmt gut Punkte, ey. Ja, den versuche ich hier gerade zu legen, aber der rennt die ganze Zeit. Oh, ich bin Level 6. Kann sein, dass die mit dem Fahnenkreuz die Kostümtypen sind? Ja, von denen kriegst du diese. Okay, da bist du, Chris. Ich wollte schon drauf boxen. Lass den Maul an. Ich will dir die Punkte nicht klauen. Sei dir gegönnt. Ey, das schlägt mich. Kann man die Bombe auch irgendwie abwerfen? Oder? Nee, ich glaube, das ist wirklich so ein Selbstmordding, nur damit, um die großen Spieler wieder klein zu bekommen. Ja, aber wenn du die einmal aus Versehen nimmst, dann hast du die auf jeden Fall. Das wäre für den Arsch, ja? Also, ich meine, das ist so, weil, als ich die ausprobiert habe, da bin ich mal bei gestorben. Also, wenn du das große zum Beispiel aus Versehen ein Item nimmst, dann musst du die Bombe ja quasi nehmen und dann bringst du dich eigentlich um, obwohl du es nicht willst. Ja, das stimmt schon. Das so. Wirklich nur so auf Risiko. Ja, ich glaube, das ist echt so ein bisschen Risiko auf jeden Fall. Oh, eigentlich Level 5. Wo sind die denn alle? Ah. Das ist ein Team-Typ, töte den. Wo ist denn dieser L-Tiger? Ach, der hat schon. Ah, doch, der hat noch ein bisschen Punkte. Wo ist der denn? Das suche ich auch schon lang. Alter, so ein kleiner versucht mich hier auszunocken. Ich glaube, du kommst gerade zurück, Chris. Gehst du gerade über die Brücke? Ja. Dann kommt die Kleine nicht mehr. Los. Ich bin versteckt. Ich bin getarnt. Ich bin gut getarnt. Hast du dich verpissen, die Kleine? Ich bin getarnt. Oh. Der Assi, Alter. Der wollte die Rakete auf uns schießen. Boah, der hat dich ausgenockt. Mit der Rakete. Guck mal, der Kleine, der geht auf dich drauf. Der dachte, boah, ausgenockt, Dreck ausnutzen. Ey, wo ist dieser L-Tiger dem? Oh, das ist ein großer Grüner. Komm her, komm, du bist meiner, du bist meiner. Yes. Oh, nein, nein, nein. Das ist tough, Gargoyle. Los, Missel drauf. Was hat Chris, dreh dich um. Das ist tough, Gargoyle. So ein kleines Hühnchen.
Das Hündchen hat einen Apfel mehr. Los, Miesel. Wie solche Scheiße. Ey, ich hab schon. Boah, was für Level 7 dauert lange, glaube ich, ne? Ich habe schon voll viele Punkte gesammelt, aber. Ja, mit dem kleinen Ja, ich glaube, wenn wir uns jetzt gegenseitig umbringen würden und sammeln, dann wird man, glaube ich, wieder schnell bekommen, ne? So ein paar Punkte wären schon drin. Ja, ich glaube auch, dass das. Wenn die immer wieder herkommen, ist ein Ameisenschwarm. Ey, da, was für Mut die auch manchmal haben, ne? Die sind so klein. Boah, Alter, der hat mich fast betäubt. Ich hab fast die Hälfte von Level 7. Ich will mir diesen L-Tiger holen, Alter. Der gibt bestimmt gut Punkte. Oh, der hat eine Rakete. Hat er dich getroffen? Boah, ich hab fast die Bombe aus Versehen genommen. Boah, warum haben so viele Hühnchenkostüme hier? Weil das das erste ist, was man bekommt, glaube ich. Ich hab's noch nicht. Ich hab schon. Man muss alle mit Hühnchen, ein paar Stück mit Hühnchen killen, 10 Stück oder so, ne? Wer ist da unten der Kleine? Ach, das bist du. Du bist ja klein. Nee, ich hab den noch nicht gesehen. Ich seh den, ich finde den da irgendwie nicht. Ich mache Jagd auf dem, aber ich finde ihn nicht. Bei dem erinnern sich, glaube ich, die Punkte auch nicht. Der ist immer bei den 80.000. Ich glaube, der ist wieder gelegt. Vielleicht hat dieser L-Tiger sich versteckt. Aber nicht getötet, oder? Oh, das ist so ein großer Grüner. Ach, Knolli ist es. Ich dachte schon Jackpot. Das gibt's nicht, Alter. Wie viele Punkte wir auch haben? Oh, wir haben fast gleich viel, ne? Der hat einfach genauso viel. Ja. Oh, 3.000 nicht mehr. Okay, jetzt Jagd nach L-Tiger. Wo ist der Typ, Alter? Das ist einer. Das ist mein Skin. Ach, Chris. Chris Coxy, ey. Kann sein, dass das L-Tiger ist, der mit dem Gramm. Das kann sein, ne? Ist er das? Nee, ne? Wo ist er hin? Ich weiß nicht. Ich wette irgendwie, da ist das sogar. Der wartet nur auf einen Moment, wo einer von uns auf dem Boden liegt. Der Knoll hier unten soll prügeln. So gegen 4 Stück, ey. Und die denken noch, die können es auch mit dem aufnehmen. Da läuft er wieder. Ich treff den Typen auch nicht. Ey, von mir laufen gerade alle weg, ne? Ja, warum wohl? Der Assi, der wartet bei der Rakete. Boah, der will mich mit der Rakete snacken. Ja, die macht den nur Haarfleisch inzwischen. Und der ist schon viel zu dick für das. Ja, aber der betäubt mich. Dann kommen die anderen Geiern. Wir boxen uns gerade um die Krone. Gerade hast du die, dann wieder ich, dann wieder du. Das kann ich nicht akzeptieren, die Krone ist mein. Königsmüssel. Ey, der eine, der mit dem Grab, der rennt hier ganz halt rum. Ich glaube, das ist dieser L-Tiger. Ich glaube wirklich, das ist der. Gibt's das, dass ihr so viel Punkte habt? Ich bin erst bei 32.000. Boah, ich wäre fast runtergefallen. Oh, oh, pass auf. Ich geh mal meine Wege. Da ist auch seiner bei der Rakete. Den muss man sofort ausmerzen, Typen. Oh ja, der hat gut Punkte gegeben. Eigentlich müssen wir mal ein bisschen rumlaufen, die ein bisschen sammeln lassen und dann killen wir die. Ey, der eine, der hat Mut, ey, der rennt mir hinterher mit aufgeladener Faust. Ich glaube, manche sind sich nicht sicher, was die gerade machen. Die kassieren einen Haken, dann liegen die. Ist halt echt so. Die sind mutig. Ey, der mit dem Grab hier, der nervt, Alter. Das ist 100% dieser L-Tiger, der rennt von mir weg. Den will ich jetzt, Alter. Ja, der kriegt doch auch kleine Punkte dazu. Stimmt schon. Das ist bestimmt, ja. Das ist ja auch 100%. Der wartet, bis einer von uns auslockt, dass der King ist, ey. Aber ich kann den auch nicht schlagen, ne? Ich schlag das Grab.
Das ist der 100 Pro, das ist der 100%ig. Den triffst du nicht, der hat eine Bombe. Nein. Wurde es getroffen? Hast du ihn? Nimm deine Punkte, Chris. Nimm da alle meine Punkte. Oh, der entwickelt er sich gleich. Ich bin 7. Okay, ich mach diese starken Schläge. Richtiger Gorilla bin ich jetzt. Guck mal, meiner mit so Schultern nach oben, ey. Ey, der geht auch wie so ein Gorilla, ne? Guck mal, wie ich gehe. Guck mal. Komm, Knolli auf, Chris. Wir teilen uns die Punkte. Ja, aber der macht unnormal viel Schaden. Einkesseln. Der muss doch Schaden kassieren irgendwie. So, ich gehe mit meinen Fäusten hier einmal rein in die Gruppe hier. Oh, ich bin fast betäubt. Boah, fuck. Wie asozial. Ja, weil jetzt ist gefährlich für uns, weil jetzt können die mit mehreren auf uns drauf gehen, Alter. Da kommt einer mit der Rakete und du gibst einfach so eine Schelle und dann lässt gleich alles fallen, was du da so. Ich würde sagen, wir machen dann nächsten Part jetzt draus, oder? Weil ein bisschen nehmen wir schon auf. Wie lange haben wir schon? Bei mir ist schon über 15 Minuten auf jeden Fall. War schon so lang? Ja. Also ich würde sagen, das war's mit der Folge. Es geht... Oh, scheiße. Ich glaube, der nimmt mich jetzt, Alter. Scheiße, ich bin zu langsam. Fuck. Boah, der Assi, Alter. Und der betäubt mich. Was für Assis. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten und zu kommentieren. Und schaut natürlich auch bei Knolli und Chris Cookie rein. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao!